Berlin bei Nacht, ein Streifzug durch die Metropole. Nicht nur die Vergnügungsindustrie boomt um diese Zeit, auch viele normale Nachtmenschen gehen dann ihrer Arbeit nach. Berliner Nachtschwärmer, Ostermontag 0.10 Uhr im Ersten. Vita Pohl alias Carla van Esken ist Gerichtsreporterin. Ihre Fälle sind aufsehenerregend und hochdramatisch. In der Liebe ist sie romantisch. Und so mancher gerät bei ihr ins Wanken. Im Zweifel für. Mittwoch, 20.15 Uhr, Teil 1. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Meine Damen und Herren, Frankreich stellt nach dem Tod eines zweiten französischen Blauhelmsoldaten in Bosnien seine weitere Beteiligung an der UN-Mission in Frage. Bedingungen für den Verbleib sei unter anderem die Fortgeltung des vereinbarten Waffenstillstandes über den 30. April hinaus. Bis zum Abend war nicht geklärt, ob die tödlichen Schüsse von bosnischer oder serbischer Seite stammten. Der französische UN-Soldat wurde vor dem Hotel Holiday Inn in Sarajevo in der berüchtigten Allee der Heckenschützen getötet. Er wollte mit einem Gabelstapler eine Barrikade gegen sie errichten, als ihn ein Schuss in die Brust traf. Kameraden leisteten erste Hilfe, doch vergeblich. Er starb wenig später im Lazarett. UN-Scharfschützen erwiderten das Feuer, konnten aber nicht feststellen, ob sie den Angreifer getroffen hatten. Dieser zweite tödliche Zwischenfall innerhalb von zwei Tagen ereignete sich während des Besuchs des französischen Generalstabschefs Lansat in der bosnischen Hauptstadt. Er war am Morgen in Sarajevo eingetroffen, um den Leichnam des am Vortag erschossenen Blauhelmsoldaten abzuholen, einen aus Deutschland stammenden Fremdenlegionär. Am Abend ist Frankreichs Verteidigungsminister Léotard in der bosnischen Hauptstadt eingetroffen. Léotard wurde am Flughafen von General Lansat begrüßt. Gemeinsam wollen sie mit der UN-Führung über die Sicherheit der Schutztruppen verhandeln. Irak hat das UN-Angebot abgelehnt, eine begrenzte Menge Rohöl zu verkaufen, um für den Erlös Versorgungsgüter für die Bevölkerung einführen zu können. Parlamentspräsident Saleh sagte, die Entschließung des Sicherheitsrates verletze die Unabhängigkeit des Landes. Er forderte die Aufhebung aller Sanktionen, die nach der irakischen Invasion in Kuwait verhängt worden waren. Vor der Südwestküste Englands ist erneut ein spanischer Trawler von einem britischen Fischereischutzboot aufgebracht worden. Es ist der fünfte seit Montag. Bei einer Routinekontrolle kam der Verdacht auf, dass die Chimbote zu engmaschige Netze verwendet. Auch Kanada droht den spanischen Fischern wieder mit härteren Aktionen. Die Regierung in Ottawa wirft Spanien vor, die Heilbuttbestände vor Neufundland auszuplündern. Außerdem sei Madrid nicht kompromissbereit. Bundesaußenminister Kinkel hat russische Drohungen für den Fall einer Osterweiterung der NATO kritisiert. Gegenüber der Welt am Sonntag sagte er, die Äußerungen von Verteidigungsminister Gratschow zu einem möglichen Abrüstungsstopp und von General Lebed zu einem dritten Weltkrieg passten nicht in das partnerschaftliche Verhältnis. Die Drohungen seien ein Rückfall in alte Zeiten. Niemand wolle Russland angreifen. Der NATO gehe es vielmehr darum, das Land in die europäische Sicherheitsarchitektur mit einzubeziehen. In mehr als 20 Städten hat die Friedensbewegung ihre Osteraktionen fortgesetzt. Bundesweit beteiligten sich mehrere tausend Menschen, darunter erstmals auch Bürger in Mecklenburg-Vorpommern. Im Mittelpunkt der Ostermärsche stand das Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 50 Jahren. Außerdem wandten sich die Demonstranten gegen Rüstungsexporte aus Deutschland und lehnten eine Beteiligung deutscher Soldaten an militärischen Interventionen ab. Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Engelhardt, hat ein sofortiges Ende der Diskussion um den 8. Mai gefordert. In seiner Osterbotschaft sagte der Karlsruher Landesbischof, wer sich die Gedenkfeiern in den ehemaligen Konzentrationslagern unter die Haut gehen lasse, könne im Ende des Nazireiches nur eine Befreiung sehen. Das Leid der Vertreibung werde deshalb nicht ungeschehen gemacht. Nach der Gasexplosion am Karfreitag in Neuruppin hat sich die Zahl der Todesopfer auf 6 erhöht.
Im Lauf des Tages waren die Leichen eines Mannes und eines Kindes gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, dass das Unglück absichtlich herbeigeführt wurde. In der Abschiebehaftanstalt in Büren ist am Abend eine Meuterei ausgebrochen. Mehrere Häftlinge hatten Angehörige des Wachpersonals überwältigt und mit den erbeuteten Schlüsseln zahlreiche Zellen aufgesperrt. Insgesamt sind 42 Häftlinge auf dem Flur in einem der drei Häuser der Anstalt. Sie wollen nach Angaben des nordrhein-westfälischen Justizvollzugsamtes Hamm mit einem Vertreter des Düsseldorfer Innenministeriums über ihre Abschiebung reden. Bei einem Verkehrsunglück nahe Kairo sind am Morgen mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen, 42 wurden verletzt. Auf einem unbeschrankten Bahnübergang am Stadtrand von Kwesna rammte ein Schnellzug einen Bus mit Arbeitern einer Textilfabrik. Über die Unglücksursache gibt es unterschiedliche Angaben. Nach der Version der Polizei hat ein Bahnangestellter dem Busfahrer ein falsches Zeichen gegeben. Das Innenministerium erklärte dagegen, der Busfahrer habe ein Haltesignal übersehen. Mit einem Großaufgebot hat Japan auf eine Katastrophendrohung des Führers der Aum-Sekte reagiert. Er hatte für heute so wörtlich etwas Schreckliches vorausgesagt. Allein in Tokio patrouillierten rund 20.000 Polizisten. Einige Kaufhäuser und Schulen blieben geschlossen. Die Polizei hat inzwischen erstmals Beweise dafür gefunden, dass die Sekte Sarin produziert hat, wie es auch beim Anschlag auf die Tokioter U-Bahn verwendet wurde. Nordkorea hat seines im Juli vergangenen Jahres verstorbenen Staatspräsidenten Kim Il-sung gedacht, der heute 83 Jahre alt geworden wäre. Sein Sohn und designierter Nachfolger Kim Jong-il nahm nicht an den Feierlichkeiten dieses nationalen Feiertages teil. Tausende Vertreter aus Partei, Regierung und Militär verbeugten sich bei dem Zeremoniell, das mit einer Großveranstaltung in einem Sportstadion abschloss. In der Fußball-Bundesliga hat Tabellenführer Dortmund wieder einen Ein-Punkte-Vorsprung. Bremen musste sich in Köln mit einem Unentschieden begnügen. Die meisten Tore fielen im Spiel Frankfurt-Bayern München. Bayern-Trainer Trapattoni brachte einen vierten Amateur. Das ist verboten. Und es ist natürlich schade, dass wir durch diese Bestimmung das Spiel verlieren werden. Die Bayern verlieren damit ein Spiel, das sie klar gewannen. Schon nach 6 Minuten erzielte Markus Schupp das 0:1. Die Eintracht in der ersten Halbzeit gleichwertig kam durch diesen Winkelschuss von JJ Okocha nach 13 Minuten zum Ausgleich. Okocha, der beste Frankfurter, bereitete auch das 2:1 vor. Torschütze Thomas Reis in der 43. Minute. 3 durch Christian Ziegel. Die Eintracht spielte fortan ohne Libero. Riesenlücken klafften in der Abwehr. Die Bayern-Fans jubelten, aber sie jubelten nur kurz. Die Ergebnisse vom 26. Spieltag. Frankfurt-München, wie gesehen, 2:5. Kaiserslautern-Dresden 3:1. Stuttgart-Schalke 1:1. Duisburg-Mönchengladbach 0:2. Köln-Bremen 1:1. Am Donnerstag spielten Hamburg-Freiburg 1:2. Uerdingen-Leverkusen 0:1, Dortmund-Karlsruhe 2:1 und das Spiel München 1860-Bochum findet am Sonntag statt. Beim Tennisturnier in Houston trifft in dieser Nacht die Münchnerin Sabine Hack als Titelverteidigerin auf Steffi Graf. Maike Babel aus Neu-Isenburg verlor am Abend gegen die Schwedin Asa Karlsson mit 4:6 und 3:6. Die Lottozahlen 10, 23, 26, 33, 38, 45 und die Zusatzzahl 6. Die Superzahl 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 4, 2, 2, 0, 2, 4, 0. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 5, 4, 3, 7, 5, 4. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. In weite Teile Mittelitaliens ist zu Ostern der Winter zurückgekehrt, nach Temperaturen bis zu 20 Grad in den vergangenen Tagen. Jetzt zeigt das Thermometer nachts gerade mal den Gefrierpunkt an. Bis zu 50 cm Schnee fielen in den Abruzzen östlich von Rom und sorgten für ein Verkehrschaos. Autofahrer montierten Schneeketten und Schneepflüge fuhren rund um die Uhr. Und nun die Wettervorhersage für Deutschland für Ostersonntag, den 16. April. Der Osterhase muss sich heute dick und wasserfest anziehen. Über uns tummeln sich Wolken, besonders im Süden und Osten erwarten wir lang andauernden Regen. In Höhenlagen auch wieder Schnee.
Erst gegen Nachmittag lockert sich die Wolkendecke hier wie in den restlichen Gebieten etwas auf. Im Nordwesten wird es gegen Abend wieder regnen. Nachts liegen die Temperaturen zwischen 6 und 2 Grad, tagsüber zwischen 7 und 12 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger, in Norddeutschland auch frischer Wind aus Nordwest bis West. Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen der Tagesschau. Neue Nachrichten um 12.30 Uhr. Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they see. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. They both say, but, live up. And just a gigolo, everywhere I go. Wenn Sie Fragen zu AIDS haben, rufen Sie uns an. Die persönliche Telefonberatung nennt Ihnen auch Beratungsstellen in Ihrer Nähe. Köln 892031. Round